Hilfst du? Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute machen wir ein bisschen Grappling im MMA-Spirit. Da freue ich mich drauf. Wir haben schon geparkt hier. Wir kommen pünktlich zum Training. Alex ist auch dabei. Jawohl, ich bin auch dabei. Oh, nee. Yo! Ich bin am Essen. Und mal gucken, wie ich mit meinen Judo-Skills heute mit den MMA-Sportlern hier so mithalten kann. Echt gespannt, ob ich heute alle fertig mache oder die machen mich fertig. Kann alles passieren. Ich bin echt gespannt. Ihr werdet es gleich sehen. Ciao. Einfach. Bist du nervös? Das ist wie wenn man im Judo zum anderen Schützpunkttraining geht und man ist so ein Besucher, dann ist man so nervös, man hat so Schmetterlinge im Bauch. Ja. Wenn du nicht hörst, entspannt. Erstmal klingeln. Oder nicht? Also, Ido, nächste Woche, ja? Ist das richtig? Dann, ja. Zeig nochmal. Ja. Alter. Machst du Phase, ey, 97 Kilo aktuell. Also, es läuft langsam. Ich muss wieder abnehmen, ey, ich muss runterholen. Du musst mit mir so ein Sit-Ups-Programm machen. Ja. Kannst du mir zeigen, dann. Das machen wir zusammen das nächste Mal. Schön. Komisch zum Judo oder zum Krafttraining zu gehen und nur Hosen und T-Shirt anzuziehen. Aber fühlt sich auch ganz cool an. Ab in den Ring. Nicht so viel los, weil es heute nicht offizieller Open Mat ist, aber ich nehme, was ich kriegen kann, oder? Hier kann man die Sachen ablegen hier. Ich muss auch sagen, die geile Atmosphäre hier, so richtig Kampfsport-Atmosphäre. Das ist nicht wie im Judo, wo alles so traditionell ist. Das ist so richtig so Kampfsport. So ein bisschen dreckig. Ja. Aber das sehen wir. Weißt du, im Judo ist es so, du wirst jemanden, dann chillst du da. Willst du? Okay, komm, okay, let's go. Wie war's? Allererste Grappling-Runde. Das ist schon eine andere Belastung, weil du konstant unter Stress bist. Du hast keine Pausen im Judo. Im Judo wirfst du jemanden. Ich stehe immer noch, rede, guck auf die Uhr. Steht auf, zieh die Jacke an. So ist das. Stand, Boden, Stand, Boden. Hört nicht auf. Sehr interessant. Da war Belastung. War gut für die erste Runde. Ich lande so im Schwitzkasten jetzt hier drauf. Ich hier Pippen dann in die Luft.
letzte Woche ein bisschen schwer, Mann. Er wiegt genauso viel wie ich. Was ist dein Gewicht? 72. Okay. Boah. 95. Geil, aber wirklich, ihr müsst mir wissen, was mit den Würfen. Das ist aber ein Fettsack hier mit 95 Kilo. Ich bin einfach ein Fettsack. Ich versuche halt immer auf den Punkt zu gehen, aber er ist im Kopf schon am Übergang, weißt du, er will schon den Boden kriegen. Und da ist es wieder schon so Regelauswertung, Judo-Regel, Jutsu-Regel. Ich hätte schon gewonnen auf dem Rücken, aber er denkt schon beim Fallen, jetzt will ich schon ab. Und so entstehen dann so komische Situationen. Ich denke, ich habe ihn geil geworfen, dem ist das scheißegal, geht einfach zum Bürger. Der lässt sich aber werfen, ne? Lässt sich aber werfen. So, egal. Also Übergang stand Boden. Genau. Let's go. So, was nehme ich jetzt aus dieser Grappling-Erfahrung mit fürs Judo? Also was ich erstmal sagen kann, ich habe jetzt viel mehr Hebel gemacht, als wenn ich im Judo-Training Bodenhandori mache. Das liegt einfach daran, dass im Grappling der Haltegriff nicht zählt. Also mir bringt es nichts, einen Haltegriff zu haben. Und deswegen bin ich gezwungen gewesen, mehr Würge und Hebel zu machen. Ich bin automatisch zu den Haltegriffen gegangen, weil ich gefühlt habe, ich habe hier trotzdem die dominantere Position, um daraus weiterzuarbeiten. Und mir haben die anderen Trainingspartner auch gesagt, dass ich mich schwer gefühlt habe und habe immer eine gute Position gewechselt. Der eine meinte zu mir sogar, er konnte keine Beinhebel bei mir machen, weil ich immer so tief gelegen habe. Und das ist schon mal ein gutes Kompliment. Genau, was ich nicht mitnehmen kann, ist dieses lange Herausarbeiten in der Technik, weil im Judo hast du nicht viel Zeit. Du musst ganz schnell in Technik herausarbeiten und Icons zu holen, sonst gibt der Kampfrichter einfach mal Tee. Was ich mir noch mehr aneignen will und was ich eigentlich schon bereits im Wettkampf mache, ist, dass ich versuche, immer in die eigene Rückenlage zu gehen. Weil im Training habe ich gemerkt, es kommt nie zur Situation, dass einer auf dem Bauch liegt, weil auf dem Bauch kannst du nichts machen. Und hast eigentlich dann im Endeffekt, kannst du schon den Punkt abgeben, wenn du auf dem Bauch liegst. Deswegen versuchen, wenn ich irgendwie selber im Wettkampf auf dem Bauch bin oder auf der Bank, in der Bankposition, schnell in die eigene Rückenlage gehen, um dann einfach die bessere Position zu haben. Genau, dass ich vielleicht mehr im Kopf beim Werfen da denke, jetzt zum Übergeben. Klar, ich will einen Ipon werfen, ich will nicht nur einen Basari haben, ich will einen Ipon werfen. Dabei kann man nicht halt immer am Boden denken, aber dass ich ab und zu vielleicht das im Kopf habe, okay, und jetzt zum Angehen, jetzt zum Hals gehen, weil das sind verschenkte Punkte sonst. Ansonsten war es eine coole Erfahrung. Mal gucken, wie oft ich das noch mache. Hat Spaß gemacht. Und mal gucken, was für eine Sportart oder Kampfsportart ich als nächstes mache. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Videoschauen. Macht's gut, euer Edu. Ciao. Hey Leute, während ich die Videos schneide, merke ich voll, man sieht in den Videos gar nicht, wie die Leute abschlagen. Das ist mir generell aufgefallen. Die Leute schämen sich richtig aufzugeben. Im Judo ist es so voll, dass eigentlich so fast der ganze Raum hört. Da ist es so, dass sie teilweise gar nicht abgeschlagen haben, sondern haben gesagt, tap, tap. Und auch voll leise. Das ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen eine Schande, dort aufzugeben. Also ich musste öfters nochmal gucken, ob die wirklich aufgegeben haben, weil die immer nur so ganz leicht getappt haben. Tür zu.